Wie ist die Situation deiner Haare auf dem Bild? Ja, da habe ich nämlich, da hatte ich noch einen einfacheren Beruf. da hinten sieht man schon den Verlust durch mein Studium. Ja, ach so, das und ist. Und das hier vorne, das ist dann. Ja. Ein Zonenunterteil. Ja, genau. An meinem ersten Tag in der Hochschule, da musste ich zur Fachschaft und irgendwas abholen. Und da habe ich dann einen in der Ecke sitzen sehen auf der Couch und dann sagt er so: Alter, ich bin heute mit dem Kamm durch die Haare. Ich habe so viel Haare schon wieder verloren. Noch ein paar Semester und ich habe eine Glatze. Und ich war so am ersten Tag: Alter, okay, ist das hier so hart? Aber gut, tatsächlich ist es mir dann jetzt auch so gegangen. Ich hoffe natürlich, es liegt an der biologischen Komponente und nicht an meinem Beruf. Das wäre schon hart, aber gut. Lass uns zu deinem Beruf kommen, Felix. Ja. Die ist mein Favorite in dem Aquarium. Ich liebe das, wenn die so eingegraben ist und ihre Rüssel rausschaut. Ich finde das so cool. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Tunze-Kanal. Ich fühle mich schon wieder auf wie so ein Rapper, aber ich habe voll Bock drauf. Gleich zu Beginn möchte ich noch von ganzem Herzen Danke sagen. Mittlerweile sind ein paar Videos online und ich sitze jedes Mal zum Release da und lese die Kommentare und oh, ich schmelze. Und ich bin so dankbar für all das Feedback, was ich von euch bekomme. Einmal um den Kanal besser zu machen, aber auch, ach, das Komplimente tun einfach gut und ich möchte an der Stelle einfach mal zu euch Danke sagen. Heute haben wir uns vorgenommen, mal ein kleines Status-Update zu diesem Aquarium zu machen. Jetzt habe ich das natürlich nicht vorbereitet, aber ich glaube, wann haben wir das gefilmt? Das ist schon zwei, drei Monate her, gell? Mittlerweile sind ein paar Fische eingezogen, aber ich versuche wirklich mein Versprechen zu halten und möglichst wenig zu machen. Ihr kennt es sicher, ihr schaut in das Aquarium und habt Lust mal, was zu verändern, was zu verbessern und Hand anzulegen. Und ich bin immer so, nein, ich muss auf den nächsten Drehtermin warten, dass wir es für die Community mitfilmen. Deswegen sind manche Sachen ein bisschen eingefroren und ich hätte am liebsten längst was gemacht, aber... Du hältst dich an das, was du sagst. Genau, ja, ich halte mich an das, was... Genau, richtig, danke Tobias. Da kommt jetzt ein Wasserspritzer runter, der ist da. So, sieht super aus, gell? Wir haben ja wirklich viel Feedback bekommen zu diesem Aquarium. Ja. Und da war zum Beispiel eine Komponente immer wieder im Gespräch, die Lampen. Ja, boah, ich habe mich gefreut. Einer hat geschrieben, dass er es jetzt auch so macht. Und ich habe mir gedacht, wow, wir sind hier noch gar nicht fertig. Nein, Spaß. Also tatsächlich gibt es einige, in dem Laden von meiner Mutter gibt es einige schöne Aquarien, die auch so laufen. Deswegen, wir haben das nicht komplett aus dem Ärmel geschüttelt und einfach mal hier ein Experiment gemacht. Wir wussten schon, dass das funktioniert. Ich weiß, dass das super verrückt ist. Aber bis jetzt funktioniert es fabelhaft. Wenn wir gerade bei den Lampen starten, ich habe am Anfang tatsächlich gesagt, wir packen nur die vorderen Leuchten ins Wasser und die hinteren lassen wir oben, sonst überhitzt es. Ja, das hat sich jetzt doch anders herausgestellt. Tatsächlich überhitzt es nicht. Ich kann ja mit dem Smart Controller hier sehr schön tracken, wie sich die Temperatur verläuft und ich sehe, wo wir rauskommen. Ich habe mir irgendwann mal gedacht, also anstatt die ganze Wärme von den vier Leuchten jetzt auch noch verpuffen zu lassen, entlaste ich jetzt einfach den Heizstab ein bisschen und habe alle Becken, ich kann ja mal alle Leuchten hier jetzt ins Wasser gepackt. Jetzt haben wir natürlich richtig dolle Leistungen in der Beleuchtung. Das merkt man auch, es ist viel, viel heller. Man hat immer noch die Soße hier oben, aber kann ich euch nachher zeigen oder vielleicht auch gleich. Bäm! Seit das Aquarium steht, habe ich nur diese Menge Osmosewasser gebraucht. Ist ja klar, es kann ja auch in der Dunstkammer da oben nichts verdunsten. So, und da ist es offen und da seht ihr, alle Leuchten sind jetzt im Wasser. Und die sind erst ein bisschen später dazu gekommen, ungefähr von einem Monat. Ja, ungefähr von einem Monat habe ich die eingetaucht. Die sind jetzt seit Anfang an drin und ich habe auch meiner lieben Andrea gesagt, bitte nicht sauber machen. Die müssen komplett natürlich einfach so richtig zuschmoddern, weil wir wollen ja hier mal zeigen, wie das so aussieht, wenn man faul ist und die Leuchte eintaucht. Genau. Geht denn jetzt wirklich an dem Stück Acryl oder Plastik, je nachdem, was da quasi vor dem Reflektor ist, gehen da Algen dran? Ja, schau mal rein. Also tatsächlich, ich habe sie noch nie rausgenommen. Sie sind noch genauso wie beim ersten Video drin. Ich greife jetzt einfach mal zu. Und, naja, weißt du was, ich mache das vielleicht so ab. Jetzt blendet es bestimmt, oder? Ja. So, aber kannst du das mit der Kamera filmen?
Also ja, hier sieht man. Genau. Hier sieht man, da lebt auch irgendwas drauf. Ja, cool. Genau. Also ich habe jetzt tatsächlich gleich eine warme Hand. Man merkt es schon deutlich. Also das ist hier wirklich, ich weiß nicht, ob du das so hinkriegst, es ist quasi perfekt sauber. Ja. Nur eben die Stelle hier, wo ein bisschen dunkler ist, da wächst auch was zu. Und die Rückseite, die wächst natürlich ordentlich zu. Jetzt warum ist das so? Weil einfach zu viel Licht generiert wird an dieser Stelle, wo da ist, eigentlich halten. Richtig, okay. Da ist, ich sag mal, es brennt alles weg da vorne. Finde ich cool. Ist gut für uns, weil sonst wäre das hier ein ziemlicher Schmerz, das Aquarium so zu betreiben, wenn ich da ständig die Leuchten putzen müsste. Was macht die Veränderung, alle Lampen ins Wasser zu tauchen mit dem Stromverbrauch, den wir ja im letzten Video hatten? Sehr gut, sehr gut. Jetzt habe ich nasse Hände. Ich hole mir da mal irgendein Handtuch raus und schaue mal auf mein Handy und zeige ich euch das. Und da haben wir ja hier diesen schönen Verlauf. Wenn ich jetzt hier auf die Messdaten klicke und Diagramm erstellen und ich nehme jetzt nur den Heizer und drücke da drauf, jetzt sieht man quasi die letzten Monate, genau, beziehungsweise die letzten, sagen wir es mal so machen, so sieht man die Monate, da ging es los, der Dezemberverbrauch, der Januarverbrauch ist deutlich niedriger. Und wann wurden die Lampen ins Wasser gesetzt? Ja, pass auf, das müssen wir jetzt finden, wenn ich hier den Monat gehe, müsste man, na klar, das ist ja, und ich bin ja so schlau. Hier ist noch im Dezember, haben wir noch komplett den Heizer noch mit benutzt und da haben wir, im ganzen Dezember hat der Heizstab 23 Kilowattstunden gebraucht. Abends, wenn mein Licht ausgeht, geht der Heizstab an, fährt hier seine Kurve und hilft noch ein bisschen mit, bis wir das Licht wieder auf Maximum haben. Der nächste Tag wieder und der nächste Tag wieder. Genau. Wir werden jetzt irgendwo den Tag finden. Ich weiß, wie ich ihn finde. Ja, jetzt da ist der Tag. Okay. Da seht ihr, da habe ich die Leuchten mal volle Dröhnung, Vollgas geben lassen und habe dann... Das schauen wir uns jetzt gleich nochmal genauer an. Sieht man hier immer nur noch so, nachts seht ihr das, also abends um 20 Uhr ungefähr geht das Licht aus. Da reicht die Wärme noch aus, dass der Heizer gar nicht erst angeht. Und dann kriege ich nachts mal ein bisschen einen Verbrauch und morgens um 8 geht das Licht wieder an. Und dann sieht man, dass auch gleich der Verbrauch des Heizstabs wieder runtergeht und dann den ganzen Tag gar nichts mehr. Jetzt sieht man es im Prinzip, der Heizer ist jetzt kümmerlich immer mal wieder nur kurz an. Bedeutet aber, dass wir natürlich auch eine extreme Wärmebildung haben, sprich im Sommer müssen wir aufpassen. Richtig, da lassen wir einfach mal auf uns zukommen. Im schlimmsten Fall, haben wir ja gesehen, machen wir einfach hier die Deckel runter und dann wird die Verdunstungswärme kühlen. Das war jetzt physikalisch korrekt ausgedrückt, auch wenn es komisch klingt. Hier, wir haben das Becken aufgestellt. Ich habe hier an dem Tag 1,5 Kilowattstunden, was mal hier, 1,4. Nur der Heizstab, 1,9. Am Anfang, wo die Lampen noch nicht drin waren. Genau, da habe ich hier um eine Kilowattstunde am Tag, zeigt er an, wir können es auch nochmal den genauen Mittelwert. Und hier sieht man, plötzlich habe ich die Leuchten eingetaucht. Genau, und jetzt habe ich noch 0,6, 0,7, 0,3, 0,5. Also quasi um die Hälfte reduziert. Ja, Jackpot, um die Hälfte reduziert. Und um das, was war mein Beweggrund? Ich wollte mehr Licht drin haben. Ich schaue da schon ständig rein und so und denke mir auch, was wäre, wenn die ein bisschen mehr Licht... Ich bin ganz ehrlich, als mir die Sandra die Ricodeas hier hat zukommen lassen, da dachte ich mir, okay, jetzt wird's ernst. Jetzt darf bloß nichts kaputt gehen. Und wie geht's Ihnen? Gut. Eine, das war aber keine Ricodea, die haben wir in die Obhut meiner lieben Mama gegeben, weil die sich nicht so wohl hier in dem Becken gefühlt hat. Das findet man auch heraus, warum, aber... Die ist jetzt in Mamas Laden sicher untergebracht. Dann erzähl doch gerne mal ein bisschen, wie sich die Biologie im Becken entwickelt, was auch jetzt die Technik angeht, ne? Mit Kalkgrundalgen. Tja, da könnte ich jetzt tatsächlich an der Stelle auch einfach meine liebe Mama dazu nehmen und wir lassen die ein bisschen reden. Übrigens, an der Stelle fand ich super spannend, ich habe mir das zweite Video, wo wir meine Mama im Korallengarten vorstellen und da ist mir aufgefallen, dass ich sie einfach nur als meine Mama vorgestellt habe. Und ihr wart so cool und hat unten in die Kommentare reingeschrieben, ja, Mama Tunze oder einfach nur Felix Mama. Und das fand ich irgendwie so sympathisch, dass ich euch jetzt weiterhin, doch, einer kannte meine Mutter vom Laden und der hat dann auch den Vornamen geschrieben. Dem Rest enthalte ich einfach den Namen weiter vor und wir bleiben einfach bei Mama, wenn wir sie jetzt schon so vorgestellt haben. Genau, dann Mama, bitte... Könntest du ein bisschen, jetzt habe ich da oben schon wieder sauber gemacht. Ja, mei, so ist es halt. Gott. Wasser ist halt drin. Ja, was macht die Biologie? Sie verändert sich. Die Korallen sind mehr offen. Wenn wir sie reingesetzt haben, waren die ein bisschen
nicht begeistert vom Umsetzen. Jetzt ist die Lederkoralle einfach deutlich größer. Diese Lederkoralle hatten sie oben stehen, weil die normalerweise Licht und Strömung mag. Nachdem sie da nicht aufgegangen ist, hat sie die Andrea da in die Ecke gestellt. Andrea ist meine da, Frau. Siehe da, da mag sie. Frau Felix Tunze. Ja, genau. Der bloß auf. Man sieht an der Technik hier, dass die Kalkalgen wachsen. Da hinten, das, eigentlich ist das Ganze in dunkelbraun, schwarz und jetzt ist es halt mit pinkfarbenen Punkten. Das ist nicht, weil es Algen, das sind Algen, aber eigentlich Algen, die man haben möchte, Kalkalgen. Das gleiche ist auch an der Rückwand. Man kann sie putzen, dann geht das Grüne weg, aber dann gehen halt logischerweise auch die Kalkalgen weg und die Seeigel essen aber diese Kalkalgen auch ein bisschen auf. Also wenn man viele Seeigel drin hat, dann hat man wenig Kalkalgen, weil die brauchen zum Skelett bauen. Ach, übrigens, ich will dir jetzt nicht ins Wort fallen, aber am Anfang habe ich auch sauber Algenblüte bekommen, überall sprießen die Haare aus dem Boden. Und dann hat die Mama gesagt, alles klar, kriegen wir hin. Dann hat sie uns ein paar Seeigel reingepackt, ein paar Schnecken reingepackt, ein paar Einsiedlerkrebse reingepackt. Und schwupp, war das Becken wieder ganz sauber. Und dann haben wir die Putzkolonne wieder runtergefahren. Haben wir genau, schon, dann hat er, jetzt ist noch, das waren zwei Seeigel drin, genau. Jetzt gibt es noch einen. Der hat sich gerade versteckt, also der tarnt sich, damit man nicht sieht, weil er davon ausgeht, dass wir gern Seeigel essen. Aber der hält einfach das Becken sauber. Und jetzt, dann hat er auch die Beleuchtungszeit ein bisschen hochgefahren. Am Anfang sollte man ein bisschen vorsichtig sein, wenn man mit 12 Stunden Beleuchtung anfängt, dann kriegt man auch eine Algenblüte, man kriegt sie schneller, weil Algen einfach diese Pflanzen sind, die am zackigsten darauf reagieren können. Die sind nicht die Xoxanthellen von den Korallen, die dann schreien, sondern die Algen, die schon juhu, und die wachsen also richtig. Und dann hat man halt das Problem, dass man sie wahnsinnig schlecht wieder runterkriegt, weil wenn die schneller nachwachsen und die Seeigel die fressen können, dann wird es schwierig. Ansonsten gibt es da nicht viel zu sagen zu. Die Andrea hat schon hier, die Lederkoralle hat einen Ableger runtergeschmissen, den hat sie hier festgemacht. Dann hat sie versucht, die Scheibenanemone, die sich runtergelöst hat, zu fixieren, aber die bleibt jetzt davor liegen, passt auch. Die ziehen ständig um, also da hinten. Ja, weil die Strömung die wegträgt. Ja. Und es sind zwei Grundeln drinnen, die machen halt auch die Gestaltung des Bodengrunds. A, ist er super weiß, weil er immer umgedreht wird, aber B, wenn die finden, da muss halt hier mehr Sand sein, dann sammeln die den ein und schmeißen da in der Mitte hin. Das ist nicht, weil das die Strömung macht, sondern weil das einfach die Grundel machen. Da ist zum Beispiel eine Kegelfechterschnecke drinnen. Die ist mein Favorite in dem Aquarium. Ich liebe das, wenn die so eingegraben ist und ihre Rüssel rausschaut. Ich finde das so cool. Und so dreht sie halt auch den Bodengrund ein bisschen um. Es ist ja eh nicht viel drin, es sind ja nur so halber Zentimeter, Zentimeter. Man könnte auch hergehen und das dann wieder schön verteilen, aber so ist es einfach so, wie es die Tiere selber machen. Und ja, passt auch. Es sind zwei Anemonenfische, ein kleiner Schleimfisch. Übrigens, der Schleimfisch ist Mamas Lieblingsfisch. Ja, ich liebe den so, ich mag den so, weil Schleimfische können den Kopf unabhängig vom Körper bewegen. Die normalen Fische müssen so gucken und der Schleimfisch kann diesen hier machen. Und das finde ich einfach wahnsinnig schön. Und die sitzen normalerweise in einem Stein, da sieht man den Fisch nicht, dann sieht man bloß den Kopf, wie er sich so hin und her bewegt. Finde ich total cool. Das ist eigentlich, denke ich, das, wenn man der Biologie Zeit lässt, sich selber aufzufangen. Ich glaube jetzt, wenn man ständig irgendwo eingreift und schrubbt und machen muss, ist eigentlich kein guter Weg. Der beste Weg ist, wenn sich das Aquarium selber fängt und man nicht immer alle zwei Tage irgendwie größere Aktionen starten muss. Also da ist jetzt putztechnisch eigentlich nicht groß was gemacht worden, auch abbürsttechnisch nicht, das haben alles die Tiere gemacht. Es gibt Menschen, die mögen gern rumfummeln in den Aquarien, da ein bisschen, dann ist es nichts. Aber für jemanden, der sagt, ich kann ein bisschen abwarten, ich habe das eigentlich, mein Schwiegervater konnte das, der hat die Korallen, nur so ein paar Steine reingelegt, die Korallen hingestellt und dann ist die eine Koralle gewachsen und hat die andere richtig bedrängt. Dann sage ich, ey, warum machst denn du die nicht auf Zeiten? Sagt, ich will einfach sehen, was passiert. Und ich glaube, manchmal lernt man auch viel, indem man es einfach ein bisschen, man sollte sich nicht gegenseitig töten lassen, aber ein bisschen abwarten und nicht immer gleich irgendwo gegenlenken. Ich finde vor allem, wenn etwas nicht so läuft, wie man es gerne hätte, wenn man dann 10 verschiedene Sachen macht, dann weiß man überhaupt nicht mehr, was gebracht hat. Wie sieht die Technik aus, was jetzt Strömungspumpe angeht und Abschäumer angeht? Arbeitet das normal? Also was ich jetzt sehe, der Eiweißabschäumer, das sieht man ja, das ist einfach eine richtig schöne dunkelbraune Brühe, die da drin ist.
Also nicht so ein bisschen, sondern richtig braun. Mmh. Ah, ich habe kurz gedacht, dass sie probiert. Nee, es tut mir leid. Also, bei mir sind auch Grenzen. Schäumerwasser probieren gehört nicht dazu. Ja. Ich habe den auch tatsächlich am Anfang schön runtergedrosselt gehabt, dass, sonst wäre halt permanent. Ja klar, wenn du frisch Korallen reintust oder Steine reintust oder wenn die Algen absterben, das Material muss ja irgendwie raus, das ist dann da drinnen und dann hast du halt auch eine relativ dünnflüssige Brühe. Das ist, passiert allerdings auch, wenn Korallen ableichen. Wenn Korallen ableichen, ich habe das bei mir manchmal, dann stelle ich teilweise einen Eimer über dem Schäumerschäum aus, bis es halt, das ist dann dreimal ausleeren, dann ist der Kass wieder gegessen. Der Schäumer sagt nicht, ey, du, das, diese Sporen von der Koralle hätte ich gerne drinnen, sondern Eiweiß. Ja. Vlies, musst du öfters mal wechseln? Ja, natürlich. Also, müssen wir frisch machen. Ich hatte auch eine Phase, wo ich mir gedacht habe, oh nein, ich habe so viel Schwebstoffe im Wasser. Wenn das die YouTube-Community sieht, dann werde ich zerrissen. Mama! Und dann, komm, wir machen einfach, tun wir halt mal eine feinere Watte rein. Das war alles, was wir bisher groß gemacht haben. Genau, damit die grobe. Jetzt haben wir die noch drin? Das Grobe, das Feine und dann das ganz Feine. Jetzt wird es natürlich, genau hier. So. Und tatsächlich die hier reinzupacken, hat es voll gebracht. Ein paar Tage später war das Wasser sauber. Jetzt stopfe ich es einfach wieder rein, oder? Jetzt könnten wir es gleich reinigen, wenn wir dabei sind, aber so ganz schmuddelig ist es noch nicht. Gell? Da muss ich wirklich sagen, das funktioniert erstaunlich. Also ich finde es toll, wie mit so wenig Leistung da vorne bläst die Strömung raus, dass eine Propellerpumpe so viel Sog und so viel Volumen durch den, also da durchboxt, finde ich super. Der Filter funktioniert halt nur so gut, wie der Durchfluss ist. Ja. Es gibt ja da mehrere Möglichkeiten von Filter. Manche Filter sind so, dass sie es biologisch schon wieder abbauen, dass es einfach den Dreck rausholt und, und fertig. Das ist, und also alles, was halt rausgeholt wird, muss biologisch nicht abgebaut werden, also sprich, du musst keinen Wasserwechsel machen oder sonst irgendwas. Was der Schäumer holt oder der Filter holt, ist einfach schon weg, fertig. Daraus wird kein Nitrat mehr oder Phosphat. Mhm. Tatsächlich, eine Änderung gab es noch. Und zwar habe ich zwischenzeitlich den CareMagnet Nano, der auch an unserem ganz kleinen Becken hier vorher hing. Eine gravierende Änderung. Gravierende Änderung. Habe den richtigen CareMagnet Long dran gemacht. Was sagt das über den Stromverbrauch jetzt aus? Ja, Nichts. Das hat halt den Komfort erheblich erhöht. Also ich hatte das falsch eingeschätzt. Ich habe einfach diesen coolen Hack, den man ja kennt. Man macht die Klinge vom CareMagnet Long an den CareMagnet Nano dran. Aber das war ein richtiges Geschicklichkeitsspiel hier, um die Ecken zu kommen dann, weil bei 8 mm Glasstärke funktioniert das nicht so gut wie gehofft. Boah, da habe ich einfach den Long hin, habe mir gedacht, was, der steht laut Packung erst ab 10 mm, ich gehe jetzt dieses Risiko bewusst ein und naja, also funktioniert super. Und jetzt, seitdem ist das Reinigen viel, 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 viel schneller. Jo, das waren die kleinen Änderungen, die wir nicht zurückhalten konnten. Wir haben jetzt tatsächlich ein paar größere Änderungen vor. Ich danke euch fürs Zuschauen in diesem Video und im nächsten Video machen wir uns nochmal die Ärmel nass, oder ich ziehe den Pulli auch aus. Machen wir uns nochmal die Arme nass und bauen das ganze Becken nochmal um, bauen nochmal neue Technik rein, bringen nochmal neue Korallen rein. Da freue ich mich jetzt schon wochenlang drauf. Hier, liken, abonnieren und lasst gerne mal was Nettes da in den Kommentaren. Ja, ich bin mega, mega dankbar. Ich habe mich ja hier geoutet mit dem Aquarium. Hatte ein bisschen Angst, dass mir es auf die Füße fällt, aber nein, ich habe so viel Liebe und so viel Herzlichkeit erfahren. Das ist großartig. Und jetzt verstehe ich aber auch, was die ganzen YouTuber mal sagen, oh, 80% meiner Follower haben mich gar nicht abonniert. Jetzt habe ich zum ersten Mal selbst YouTube Studio gesehen und jetzt verstehe ich auch, warum das immer gesagt wird. Liked und abonniert und dadurch fördert ihr den Kanal und ihr verpasst kein weiteres Video mehr. Das Wort zum Freitag. Danke.